Willkommen zum nächsten The Forest mit Spirit After Ghost. Gerade sind wir an einem Bug gestorben. Jetzt versuchen wir mal trotzdem wieder irgendwie zu überleben. Und diesmal vielleicht eine Wohnung zu bauen, in die wir auch reingehen können. So, wir versuchen außerdem ein bisschen Tempo zuzulegen. Also, ich finde diese Tatsache sehr schön, dass man, das habe ich nur eine Weile gebraucht, bis ich das gecheckt habe, dass man da manchmal jetzt länger auf E drücken muss, um gewisse Aktionen auszuführen. Das verhindert natürlich, dass man aus Versehen was Falsches macht, wie hier zum Beispiel Essen. Man will ja nicht immer die Beeren, die giftigen Beeren essen. Also hat man noch ein bisschen Zeit, sich zu überlegen, was man tut. So. Das sind so die kleinen, aber feinen Verbesserungen. Meine Flugzeugangst habe ich. Und dann geht's los. So, jetzt zählt die Zeit eigentlich schon. Also nehmen, was wir kriegen können. Das letzte Mal hatten wir das Problem, wir hatten so viel Hunger und hatten so wenig dabei. Vielleicht ein bisschen besser jetzt die Koffer wieder ausräumen. Na? Komm. Hallo? Jo. Ah, es läuft doch gut. Dann, was haben wir hier noch? Was ist der Koffer dazu? Ah, hinterm Stein. Okay. Jo. Das letzte Mal, bei der letzten Folge, sind wir in ein Eingeborenendorf wieder gegangen. Es ist einfach auch der beste Punkt für den Start. Das ist einfach so. Nur wenn die dich halt sehen, dann bist du verratzt, weil dann wissen sie, wo du wohnst und kommen dauernd, machen das Leben zur Hölle. Wir müssen also diesmal sehr viel aufmerksamer sein und vorsichtiger, was es angeht, dass die wissen, wo wir wohnen. Das ist keine so gute Idee. Also wenn wir sie sehen, gleich abhauen. Vielleicht können wir so lange rauszögern und uns in Ruhe eine kleine Festung bauen. Ah, kann man schon nicht mehr tragen. Ja. Wenn ihr euch erinnert, in einer der letzten Forest-Folgen haben wir hier direkt am Flugzeug uns aufgebaut. Was auch lange gut funktioniert hat, nur dann kam dieses ekelhafte Monster. Aber es war an sich nicht schlecht. War halt sehr arbeitsintensiv. Wir haben sehr viel Holz gebraucht. Aber dann war es an sich ganz gut. Ich hätte jetzt gerne eine Stelle zum Bauen, wo wir vielleicht im Rücken das Meer haben. Und vorne zum Beispiel den Wald vor uns. Wir hatten da schon mal so eine Stelle, vielleicht finde ich die wieder. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, ob immer die gleiche Insel spawnt oder ob die leicht anders ist oder wie es eigentlich aussieht. So, ich würde mich jetzt mal so orientieren, dass ich vom Flugzeug aus in eine Richtung marschiere. Hier ist das Heck, also gehen wir mal da lang. Noch ein Koffer. Noch ein bisschen Cloth und Snack, kann nicht schaden. Jetzt wäre es halt schön, wenn wir gleich am Strand wären. Meds und Cloth, okay. Cloth und Batteries, kann alles nicht schaden. So, immer weiter, immer weiter, wie Oli Kahn. Und dann sollten wir schnell die Flugzeugakt ersetzen. Da müssen wir also vielleicht doch in ein eingeborenen Dorf und da Rope suchen. Ich höre doch das Wasser, oder? Ja, da ist der Strand, oder? Ja. Muss jetzt aufpassen, dass wir nirgendwo runterfallen. Da wären wir auf jeden Fall schon mal geschützt von den Steinen hinter uns. Da ist ein See oder so. Ist da nicht irgendwo ein Speer drin? Ah, wird neu angezeigt. Das ist auch gut. Gut, Wasser auf der einen Seite wäre schon mal super. Schaut euch mal an, wie das aussieht, diese Reflexionen. Unglaublich.
Richtig gute Qualität. Ah, okay. Höllenschlund. Ah, sieht nicht gut aus hier. Das wäre auf jeden Fall gut für unseren Rücken. Wenn wir uns da hier so hinbauen, dass das in unserem Rücken ist, haben wir hier nichts zu befürchten. Kann ich mich da runterstürzen? Nein. Okay. Hier scheint die Karte aus zu sein. Okay, das hat bestimmt später noch irgendwas zu sagen. Muss ich schauen, dass ich da wieder hochkomme. Ja, hallo? Spring. Da will er nicht. Kann man da lang gehen? Hallo? Das ist jetzt doof. Hallo? Oh, da ist die Karte zu Ende, oder wie? Ja, super. Also alles zurück. Gut, da geht scheinbar nicht weiter. Ist ja auch noch Early Access. Boah, ganz schön steil hier. Ich könnte ich da nie laufen. Schau dich das mal an. Nur mit einer Flugzeugaxt bekleidet. Boah, es muss ja steil sein, unglaublich. Da hinten ist ein Riesenberg und ein Wald. Vielleicht wollen wir da irgendwo hin. Gut, das Ende der Karte in meinem Rücken wäre schon mal ganz cool. Hätten wir weniger Seiten, die wir abdecken müssen. Boah, hier noch rumzuspringen, das ist mutig. Na? Jetzt komme ich da nicht mehr hoch, oder wie? Ich komme auch nicht runter. Ah, da vielleicht. Komm, letzter Ausweg. Oh, Gott sei Dank. Hallo? Spring doch. Ja, da kommst du doch jetzt wirklich lang. Jetzt, komm. Komm. Hallo? Ja. Das war vielleicht ein Fehler, da runter zu gehen. Kommen wir nicht mehr lang. Ich bin doch fast da. Lass mich doch da hoch. Jetzt ein Riesensprung. Jetzt haben wir es geschafft. Wow. Ja, sorry, Junge. Okay, ich orientiere mich aber mal hier lang, weil es ja das Ende der Karte ist. Da ist unser Wasser wieder. Dann werden wir von zwei Seiten quasi geschützt. Gut, dann gehen wir mal da lang. Was für eine krasse Insel eigentlich. Jetzt sind wir oberhalb der Steine von gerade. Orientieren uns mal da dran. Okay. Hier weiter. Oh, ein Reh. Hab ich es erwischt? Nein. Na, eben nicht. Warte mal. Komm, gib mir meine Angst zurück. Wo kommt denn der jetzt her, Mann? Nein! Ah, ich höre ihn noch hinter mir. Lass mich!
Mann, ey. Ich höre ihn doch noch. Was willst du, Mann? Ja, und jetzt? Eben. Okay, der ist tot. Das ist natürlich doof jetzt. Dich nehme ich jetzt mit. Bräuchte jetzt dringend ein Haus langsam, bevor es dunkel wird. So schnell kriege ich das nie gebaut. Oh. Ich hätte es aus Versehen getrunken. Wasserleiche. Rocks. Sticks. Okay. Höhle. Zugang zum Strand wäre noch gut. Da ist wieder mal ein eingeborenes Dorf, aber da waren wir doch das letzte Mal, kann das sein? Und es hat sich nicht bewährt. Nö, das gefällt mir nicht. Das ist mir auch zu offen hier. Aber jetzt wird's dunkel und wir haben ein Problem. Lurchi, 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 Lurchi. Jawohl, danke schön. Boah, bringt aber nicht mehr so viel wie bisher. Nur ganz wenig Schutz. Ja, jetzt brauche ich ganz schnell irgendeinen Unterschlupf. Der Hunger meldet sich. Jetzt langsam drängt die Zeit. Es wird schon wieder so eine spannende Nacht, befürchte ich. Gleich anziehen. Einmal Soda, einmal was zum Essen. Weiter geht's. Ja, die Gegner sind wahnsinnig viel stärker geworden und auch aggressiver. Was ist da hinten Schönes? Ein Strand mit Bergen daneben. Und irgend so einer komischen Konstruktion hier. Ah, da hinten sind Container, da gehe ich hin. Gut, bisschen schneller, bevor es noch dunkler wird. Ah. Container. Überleg mir gerade, irgendwo hier gab es doch ein Boot mit einer richtig tollen Axt. Oh, was liegt denn hier? Vielleicht gehe ich noch die Strandlinie lang, denn im Wasser wäre ich dann sicher. Wenn es dunkel wird. Leere Container. Alkohol. Z.
Circuit Board. Kann man auch gut brauchen. So, hier ein bisschen rumjumpen. Was gibt's hier? Hallo? Eine Möwe, natürlich. Da oben ist noch einer. Ja, okay. Da gibt's was. Ah, Medizin und so. Was ist da? Kassette 4. Okay. Bisschen viel Gerümpel da drin. Da hinten sieht's doch aus, als wäre da was im Wasser. Eine Insel. Jetzt geht's wirklich die Sonne unter. So, geben wir ein bisschen Gas. Gut, am Strand gibt es viele Rocks. Okay. Oh. Nein, 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 bleib da. Bleib da. Na, hau doch. Danke. Gleich wieder ausrüsten. Ah, jetzt wird es wieder so ekelhaft dunkel. Und die Geschreie. Das Geschrei geht los. Mich zieht's aufs Wasser hinaus. Da fühle ich mich sicherer. Da oben wäre eine Klippe, das wäre doch schön. Ach, das wäre es fast gewesen. Hier ist es recht unzugänglich. Da könnte ich mal schnell ein Feuer bauen. Ein Fire Pit. Jetzt fehlen mir echt noch Steine. Die ganze Zeit hatte ich welche. Mal Licht machen kurz. Komm, zwei Rocks. Gerade hatten wir so viele. Finde ich natürlich wieder nur Sticks, ist auch wieder klar. Ah, es ist doch einer. Okay, noch einer. Da. Danke. Jetzt wird ziemlich dunkel, kann ich mir hier ein Feuer machen. Ja. Und kann mir hier meine Lurche grillen. Raw Lizard. Und kann was gegen den Hunger tun. Jetzt muss ich wieder den richtigen Winkel finden, glaube ich. Na, wie lange braucht der? Jetzt. Okay, cool. Da ist ein neuer Stein, den nehme ich gleich. Dann hätte ich Lust, ein großes Feuer zu bauen. Dass es ein bisschen heller wird hier. Dann fühle ich mich sicherer. Ah, fehlen wieder zwei Steine.
Mal schnell zwei Steine, das erhöht meine Sicherheit. Das ist doch nicht wahr, den Hasen fast erwischt. Da ist einer. Komm, einer noch. Ja. Ja, komm, nimm ihn mit und ab nach Hause. Ja, da fühle ich mich ziemlich sicher. Von der einen Seite Wasser, von der anderen der Berg. Und da ist die Patrouille. Geht schon los. Rennen, was das Zeug hält. Okay. Da kommt er schon. Ein Häuptling auch gleich. Jetzt habe ich zwei Feuerstellen, die mich eigentlich schützen sollten. Ich verstecke mich da so ein bisschen mehr. Nein. Ja, gute Idee. Wenn ich verfolgt werde, natürlich was aufs Meer rauswerfen. Oben ist ja nichts, ja. Okay. Oh, vielleicht keine schlechte Idee für die erste Nacht. Muss mich hier nur ruhig verhalten irgendwie. Der Vogel landet da auf dem Feuer. Aha, was ist los? Ich gehe mal so hin, dass beide Feuer mich umgeben. Oh, ist jemand verbrannt. Ah nein, was ist mit dem Feuer hier? Hallo? Taube oder so? Keine Ahnung. Wo ist denn mein Feuer hin, das ich da aufgestellt habe? Kann doch nicht sein. Das war doch gerade noch da. Weg jetzt, oder wie? Oh! Von wegen sicher. Alter, 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 alter. Schlag zu, Mann. Hallo. Von wegen sicher hier am Strand. Oh! Oh Gott, ich muss weg. Oh, Alter! Oh, da war ein Stein, den habe ich aber nicht mehr mitgenommen jetzt. Ich renne jetzt, was geht. Ins Wasser. Puh, ich glaube entkommen. Da ist er. Turtle. Wir brauchen so lang. Keine Zeit jetzt für Turtles. Ich gehe dann mal ins Wasser. Wieder hoch. Hallo? Hallo? La la la. Oh Gott, da sind sie. Mal rückwärts schwimmen. Oh ja, da ist richtig was los jetzt. Party am Strand. Ich schwimme einfach raus hier. Da rennt er rum, mein Freund. Oh! Haut ab jetzt! Boah, Glück gehabt. Was?
kann doch nicht sein, die Insel ist so riesig, wie können die mich entdecken? Kann froh sein, dass wir noch am Leben sind, echt. Morgen brauchen wir sofort eine Hütte irgendwo. Vielleicht wird es vernünftiger, irgendwo eine temporäre Hütte bauen. So, wir werden diese Folge mal an der Stelle unterbrechen, würde ich sagen. Und sehen uns gleich bei der nächsten Folge. Bis bald, euer Spirit of the Ghost. Bitte abonnieren, liken, ihr wisst, wie es läuft.